Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal haben wir hier Torras in der Ära Taskans des Zweiten unsicher gemacht und haben die Stadt von ihren Bienenstöcken befreit. Und wir hatten hier noch einen Kerl gefunden, der darüber geweint hat, dass so viele Bienen in der Stadt sind. Vielleicht sollten wir mal eben mit ihm reden. Vielleicht hat er ja noch irgendwas für uns. Ich bezweifle es zwar eher, aber... Oh, danke, Ritter. Zumindest kann ich jetzt friedlich durch die Straßen gehen, ohne von Bienen belästigt zu werden. Es ist wunderbar, großartig. Danke. Nochmals. Habt einen angenehmen Abend. Na, zumindest möchte jetzt nicht die Ritter aus der Stadt verbannen, so die Frau in der Ära Taskans des Ersten. Nun gut, unser Ziel ist es jetzt erstmal, Gustus zu retten. Das heißt, wir gehen in die Laboratorien. Und dieser nette Herr hier hat uns ja den Tipp gegeben, dass wir den Rohren folgen sollten. Und das werden wir auch mal tun. Wahrscheinlich wird uns hier einiges an Gegenwehr im Laboratorium erwarten. Denn die Männer von hier waren ja auch diejenigen, die uns gesucht haben, beziehungsweise die auf uns gewartet haben an der Sonnenuhr. Und vielleicht hätte ich mal zum Schmied gehen sollen, wobei... nee. Das mache ich, wenn ich hier fertig bin. Da ist zum Beispiel einer. Und... ah! Unfair. Ja, komm her. Komm her. Genau. Oh ja, jetzt kann ich beide gleichzeitig angreifen. Toll. Der lässt Plastiks fallen. Die kann ich überhaupt nicht aufheben. Ach, wisst ihr was? Ich gehe mal eben zum Schmied. Ich habe volles Geld. Das heißt, ich kann kein Geld mehr aufsammeln. Und ich werde hier im Laboratorium garantiert irgendwelches Geld finden. Und es wäre eigentlich sinnlos, jetzt nicht zum Schmied zu gehen. Das ist ja auch nicht weit weg. Das mache ich jetzt auch in dieser Ära. Also die paar Plastiks, die ich da sparen könnte, lohnt es jetzt nicht, in die andere Ära zurückzureisen. Hallo. Wir schmieden das Beste für die Besten. Und Bolzen hole ich mir auch noch. Vielen Dank für die Reparatur. Sehr gut, ja, ja. Wie viele Bolzen habe ich denn zur Verfügung? Ich glaube, ich habe mir ein paar Bolzen und ich hole mir noch ein paar Tränke, wenn ich gerade dabei bin. Ein paar rote. Wir schmieden das Beste. Moderne Bolzen. Hätte ich gerne aber noch ein paar mehr. Wir schmieden so. Ja, noch ein paar mehr. Ich will insgesamt 20 haben. Wir haben ja beim letzten Mal erfahren, die kommen in Packen von 5. Wir schmieden so. So, danke schön. Dann gehen wir jetzt noch einmal eben in den Gemischtwarenladen. Der ist ja hier drüben. Ich denke mal, Kräuter brauche ich nicht. Da habe ich auch noch 8 grüne. Das reicht vollkommen aus. Trefft eure Wahl. Magie benutze ich ja nicht so oft, aber... so genau, 1, 2... Trefft eure Wahl. So. Ja, einen dritten holen wir uns auch noch. Also wie gesagt, ich könnte sie ja natürlich auch in der ersten Ära mir durch das Rennen holen, aber das dauert ein bisschen. Und sie hier eben im Geschäft zu holen, das geht wunderbar ratzfatz. Und das ist, glaube ich, auch schneller, wenn ich das Rennen mache, indem ich die Plastiks gewinnen kann, als wenn ich das Rennen mache, indem ich die Tränke gewinne. Wie auch immer, jetzt sind wir auf jeden Fall sehr gut ausgerüstet. Ich trinke noch eben einen blauen Trank. Vielleicht hätte ich auch was essen sollen, aber 90 Plastiks, um meine Lebensenergie wiederherzustellen und mein Mana und was weiß ich, ist doch ein bisschen happig, wie ich finde. Vielleicht mache ich das irgendwann später mal, einfach um es zu demonstrieren, aber dann wahrscheinlich auch in der Ära Taskans des Ersten. Oh, und ich sollte vielleicht dran denken, dass ich meine Bolzen mal wechsle. Wenn ich schon die roten geholt habe, dann sollte ich die auch benutzen. Aber erstmal... na, testen wir die doch gleich mal aus bei dem hier. Naja. Ich merke jetzt nicht so viel von dem Extra-Schaden, aber ich denke mal, ein bisschen was werden die schon tun. Ja, komm her. Oh, sogar eine magische Eichel. Das sehe ich doch wie gut gerne. Wobei, jetzt kann ich natürlich das Geld aussammeln. Da wäre das schon schön, aber na, egal. Ein Geheimgang. Aber wir sollen ja den Rohren folgen. Das Geld. Sehr schön. Und blaue Bolzen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Res Historiker Kai, aufgrund seiner Politik der Öffnung gegenüber der Welt, hat unser König Taskan II. Das große Labor einrichten lassen. Er will aus Torras die Hauptstadt des magischen und wissenschaftlichen Fortschritts machen. Der König hat die Direktion des Labors Ragoth, dem großen und wohlbekannten Alchemisten, übertragen.
Ja, der unschuldige Alchemisten aus der Umgebung entführt, so wie Augustus. Das finde ich nicht gut. Deswegen bin ich hier, um ihn zurückzuholen. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal Rohre und denen soll ich folgen. Vermutlich hier rein. Moment, das ist doch das Symbol von Tuscan dem Ersten, oder? Interessant, das da auch. Blaue Bolzen, die brauche ich doch gar nicht mehr. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Okay, ein bisschen Musik. Was haben wir denn hier? Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Okay, dann wird Dampf reingetan. Was passiert, wenn ich den Schalter betätige? Ah! Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Dampf zu den Türen leiten und kann dann die entsprechenden Türen öffnen. Sehe ich das richtig? Kann ich eigentlich drauf springen? Und vielleicht mit Anlauf? Nee, das geht nicht. Okay. Dann öffnen wir mal die Tür und schauen, was sich dahinter verbirgt. Sehr schön. Hey, dich kennen wir doch. Wieso bist du schon wieder gefangen? Das ist irgendwie eine schlechte Angewohnheit von dir, oder? Ich bin frei? Danke, Ritter. Aber euer Schwert, eure Farben. Aber ja, ihr seid Hype. Hype der Ritter und Freund des Gustus. Wir haben uns eine Zelle geteilt. Er ist ein bemerkenswerter Alchemist. Dieser verrückte Ragot hält ihn fest. Er möchte sich zu gern seine Kenntnisse aneignen. Ich hoffe, Gustus ist bei guter Gesundheit. Ich hoffe auch. Okay, das scheint aber jemand anderes zu sein. Ritter, ihr seid Gustus Freund. Also auch der meine. Ich heiße Walter. Ich habe einen mächtigen Eiszauber entwickelt. Ich wollte ihn gegen Ragot einsetzen, der das Feuer beherrscht. Aber er hat sich seiner bemächtigt. Mein Zauber ist sicher noch hier. Wenn ihr ihn findet, behaltet ihn. Ich schenke ihn euch. Oh, danke. Ich wünsche euch viel Erfolg. Also das letzte Mal, dass wir ihm begegnet sind, haben wir auch einen Eiszauber gefunden. Das ist schon interessant. Okay, hier haben wir noch einen blauen Knopf. Na, los, halb, drück ihn. Okay. Das scheint also ein soundbasiertes Rätsel zu sein. Oh Gott. Ich öffne erstmal die anderen Türen. Ich hoffe, dass das nicht wieder zugeht, wenn ich jetzt das Rohr da wegbewebe. Aber es müsste eigentlich offen bleiben, oder? Jawohl, sehr schön. Dann machen wir mal das Tor hier auf. Vielleicht verbirgt sich Augustus dahinter. Okay, einfach nur ein anderer Alchemist. Tut mir leid, großer Magier Ragot. Ich habe noch nichts, aber ich verspreche euch, dass... Aber ihr lasst mich frei? Ich danke. Danke. Aber... Ah, ihr seid dieser berühmte Ritter. Dieser wahnsinnige Ragot hat euren Freund Gustus verhext, damit er ihm von euch erzählt. Ragot hat das Gleiche mit den anderen Alchemisten gemacht, um sich deren Kenntnisse anzueignen. Das ist ein Irrer. Ich bezweifle, dass er wirklich für den König arbeitet. Auf Wiedersehen, Ritter, und vielen Dank. Na super. Der Streit zwischen dem Kloster und... Ja, das drücke ich gleich, dem Kloster und dem König ist beigelegt. Aber dafür macht jetzt sein Hofalchemist hinter seinem Rücken irgendwelche krummen Dinger. Also ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir dem mal das Handwerk legen. Denn er scheint ein bisschen machthungrig zu sein. Du siehst aber nach einem schwarzen Magier aus. Cooler Spitzhut. Großer Ragot, ich hab's gefunden. Ich hab's Aber ihr seid gar nicht Ragot. Ich bin frei? Ah. Aber ihr seid dieser berühmte Hype, der durch die... Ich war dabei, als Ragot euren Freund Gustus zum Sprechen gebracht hat. Er erscheint mir sehr mächtig, dieser schwarze Ritter der Zukunft.
Okay, mehr hast du nicht zu sagen? Wie wär's mit einem Danke oder so? Das ist interessant. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, natürlich. Ihr macht mir Lust, Nachforschungen anzustellen. Gut, danke, dass ihr mich befreit habt, Ritter. Geh doch, das wollte ich hören. Oh, und sogar noch ein Kraut hier drin. Sehr schön, das nehmen wir doch natürlich gerne mit. So, jetzt muss ich mal hören. Einmal still sein, bitte Leute, denn ich muss einmal hören, wie die Kombination ist. Okay, nochmal. Oh Gott. Moment, was macht das denn hier für ein Geräusch? Na los, halb, drück es. Okay, das ist auf jeden Fall das Erste. Dann kommt ein etwas tieferes, dann das höhere und dann wieder das tiefere. Ich glaube, das war da sogar das tiefere. Probieren wir mal aus, was hier drin klingt. Jawohl, das war das höhere. Okay, dann habe ich sogar die richtige Reihenfolge. Das heißt, als nächstes kommt das hier wieder. Und dann müsste sich die Tür hoffentlich öffnen. Ja, okay. Cooles Rätsel. Haha, ich bin hinter dir. Jawohl, Geld. Wie viel haben wir? 235. Ach ja, das ist doch sehr gut. Was passiert, wenn ich den Schalter betätige? Ah, okay. Interessant. Hallo? Das heißt, wir müssen hier schnell genug sein. Denn ihr habt gesehen, wenn das Tor sich schließt, geht das andere auf. Wir haben also eigentlich nur die Möglichkeit, mit einem Helfer hier durchzukommen, aber da wir halb sind und ein toller Held, kriegen wir das auch so hin. So. Einmal rennen. Rennen. Schnell! Oh ja. Haha. Sehr gut. Eure Schutzvorrichtungen sind nicht besonders effektiv, muss ich sagen. Schauen wir mal. Ist das da nicht... Was ist das für ein Banner? Ist das das Banner von dem... Ich weiß gerade nicht, wie das aussah. War das nicht eher blau? Von Tuscan den Zweiten? Hier werden wir den Eiszauber brauchen, aber glücklicherweise habe ich ja schon einen. Ach so, ich habe mich gerade über das Geräusch gewundert. Aber ich werde erstmal den anderen Eiszauber holen. Der dürfte hier irgendwo hinter der Tür versteckt sein. Nein, ich habe noch verlangt, dass man mich nicht stört. Ein kleiner Zwerg. Sieh mal einer an. Das ist ja interessant. Ein fremder Ritter ist bis hierher gelangt. Das ist doch sicher kein Höflichkeitsbesuch. Du bist also trotz meiner Wachen und meiner Hindernisse bis hierher gelangt. Bravo! Wie stark du sein musst! Uhu, hab ich Angst! Wie hab ich Angst! So, das genügt! Du hast hier nichts zu suchen! Ich glaube, ich habe dich schon irgendwo gesehen! Boff! Boff? Oh. Was tut er denn jetzt? Warum tut er seinen Zauberstab da rein? Schade, dass ich dich verlassen muss, Ritter. Ich möchte ja zu gerne sehen, wie du hier herauskommst. Ein, Vorsicht! Die Macht des Zepters ist fürchterlich. Alles kommt von ihm. Du musst es zerstören. Finde einen Weg, das Gitter zu öffnen, das es schützt. Okay. Aber erstmal muss ich mich um diese Rüstung kümmern. Bumm. Ah! Boah, hat die eine große Reichweite. Ich glaube, das ist genauso wie bei den Skeletten. Wenn wir sie einmal zerstört haben, dauert das nur ein bisschen und dann kommt sie wieder. Und wir haben hier oben zwei Käfige. Und... wie es der Zufall so will, sind da Schalter drin. Das heißt, wir werden die auf jeden Fall mal drücken. Vielleicht passiert ja was Interessantes. Nichts, okay. Ups, ich wollte springen. Geh da hoch. Halb, tu, was ich dir sage. Und ich höre schon, die Rüstung setzt sich wieder zusammen.
Ah, sehr schön. So, dann zeigen wir es nochmal eben der Rüstung. Ah, du blödes Mistvieh. Aua, stirb! Sehr schön. Und zerstören den Zauberstab. Ich sagte, wir zerstören den Zauberstab. Jawoll. So, das heißt, die Rüstung dürfte da auch jetzt... Jawoll, sie ist kaputt, okay. Sehr gut. Hallo, Gustus. Aua. Können nicht mit ihm reden. Dann nehmen wir mal die Verfolgung von diesem größten, wahnsinnigen Zauberer auf. Ich glaube, der hat so einen kleinen Napoleon-Komplex. Weil er so klein ist. Och nee, da sind ja noch mehr. Komm. Nimm das. Haha. ein Bücherlabyrinth. Ist aber nicht nett. Das ist leider kein Stand, an dem ich speichern kann, aber vielleicht steht da ja was Interessantes. Man kann mit dem Astrolabium mit einem einzigen Blick alle Planeten unseres Sonnensystems überblicken. Die Sonne befindet sich in der Mitte dieser Konstruktion. Wenn man das Astrolabium in Bewegung setzt, drehen mächtige Räder die Planeten. Man sieht dadurch die Umlaufbahn der Planeten um die Sonne. Oh, cool. Das ist mal interessant. Sehe ich das richtig, dass die Rüstungen jetzt komplett verschwinden? Oder hast du dich einfach hierhin bewegt? Geh kaputt. Ah, hier kann ich speichern. Das ist sehr gut. Ein bisschen möchte ich eigentlich noch machen, denn wir haben die 20 Minuten noch nicht voll. Und die will ich mindestens erreichen, weil sonst wäre das ja langweilig, wenn ich schon nach so kurzer Zeit mit der Folge fertig werde. Deswegen klettere ich jetzt mal hier die Leiter hoch, wenn ich sie denn treffe. Und warte, bis das Spiel geladen ist. Da, 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 da. Das Astrolabium. Er hat das Ganze im zweiten. Sehr gut. Du warst das also. Der berühmte Hype. Jetzt zweifle ich nicht mehr daran. Du hast es mir bewiesen, indem du hierher gekommen bist. Du reist in der Zeit, du bist der, der das magische Schwert hat, der das königliche Juwel gestohlen hat, der auf dem Rücken des Drachen fliegt, der sich an einem geheimnisvollen schwarzen Ritter rächen will. Eindrucksvoll, nein, nein, wirklich eindrucksvoll, ich bin ja so beeindruckt. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin es, der in der Zeit reisen wird. Aha. Ich glaube nicht. Ich werde der alleinige Meister sein. Bereite dich darauf vor, mit dem Feuer der Hölle zu kämpfen. Dann bereite dich vor, gegen das Schwert des Friedens zu kämpfen. So. Oh, das hat aber nicht besonders viel. Oh, du kleiner blöder Zwerg. Okay, also der erste Hieb hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht, aber jetzt... Boah, aua, aua, aua. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich mag dich nicht. Ich bin hier sicher, oder? Oder auch nicht. Kleiner böser Feuermagier, ey. Kleiner Feuerzwerg. Komm her. Boah, jetzt steht da auch noch Feuerpfeile. Komm her. Das ist wenigstens mal ein cooler Bossfight. Also die in der ersten Ära waren zwar ganz nett, aber noch relativ unspektakulär. Das hier schon... ziemlich cool, finde ich. Stirb! Ah, ich komme nicht hinter die Feuerwand. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als auszuweichen. Komm her. Und zu warten. Warum springt er überhaupt hier hin? Das ist eigentlich total dumm von ihm. Wieso gibt er mir die Möglichkeit, ihn zu besiegen? Aha, ich kann nicht die Wand durchschlagen. Ja, mein Feuer ist immun gegen mein Schwert. Nein, nein, andersrum. Mein Schwert ist immun gegen dein Feuer. Ein größenwahnsinniger weniger. Cool. Oh ja, der magische Trank, den kann man gut gebrauchen und das Geld auch. So, hier ist das magische, der Magiezauber links. Und das ist also das Planetariumsgestell. Interessantes Sonnensystem. Also ich denke mal nicht, dass das unser Sonnensystem ist. Aber sehr cool. Und hier sind aber die Sternzeichen. Das sind die Sternzeichen, die wir haben. Wo ist denn meins? Moment, ist das zweimal Löwe? Das ist zweimal Löwe. Und das nochmal Löwe. Mein Sternzeichen ist gar nicht dabei.
Was für eine Frechheit. Also wenn ich das richtig erkenne, das dürften Fische sein. Löwe, Skorpion, Widder? Das müsste ein Widder sein, ja. Mal wieder Löwe, Fische, Löwe, Widder, Löwe. Toll, super. Na gut, schauen wir mal. Was steht denn hier Interessantes? Cognitiones. Nach dem Wunsch unseres großen Alchemisten Ragoth zeigt das Astrolabium von Thoras die Planeten unseres Sonnensystems gemäß ihrer Größe absteigend vom größten bis zum kleinsten. Jetzt, wo er es sagt, aber ist das nicht eigentlich bescheuert? Ist das wirklich die richtige Reihenfolge? Oder habt ihr das einfach so gewählt, weil es cool aussieht? Ich meine, unser System ist ja auch nicht so geordnet. Oh, hier haben wir fünf Schalter. Und uns fehlt die Kombination, deswegen gehen wir erstmal hier hin. Und ich speichere erstmal. Denn jetzt haben wir die 20 Minuten voll und ich finde, wir haben ein schönes Ende gehabt mit diesem kleinen Kampf gegen Ragoth. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann.